TATP, ein Sprengstoff, der oft von Terroristen verwendet wird, ist extrem gefährlich im Umgang. Das macht es schwierig, Polizeihunde auszubilden und Detektoren in überfüllten Orten wie Flughäfen zu inspizieren. Deshalb haben europäische Forscher eine sichere Alternative entwickelt, ein TATP-Spray. Ein arbeitsreicher Tag auf dem Brüsseler Flughafen. Einige Passagiere sind gerade angekommen, andere bereiten sich auf ihren Abflug vor. Die Polizei ist da, um sicherzustellen, dass alle sicher sind. Ihre ausgebildeten Hunde können selbst kleinste Mengen Sprengstoff riechen. Wir können die Hunde sehr gut ausbilden. Wir können ihnen verschiedene Arten von Sprengstoffen beibringen. Die Art, wie sie arbeiten und mit welcher Geschwindigkeit, das ist sehr effektiv. Kein Roboter kann sie ersetzen, um die gleiche Arbeit in der gleichen Zeit zu erledigen. Für ein Training werden Gepäckstücke mit einer Lösung besprüht, die TATP enthält, die Chemikalie, die häufig von Selbstmordattentätern verwendet wird, auch hier auf dem Brüsseler Flughafen vor einigen Jahren. Die Polizeihunde finden zuverlässig die versteckten Gepäckstücke. Das ist echtes TATP, aber in einer sehr kleinen Menge. Es ist also ein sehr nützlicher und sicherer Weg, um Hunde auszubilden und sicherzustellen, dass sie die Selbstmordattentäter erkennen, die bereit sind, Angriffe in einem öffentlichen Raum zu verüben. Das Spray, das von der gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission in Geel entwickelt wurde, wird mit modernsten Geräten in kontrollierten Labors hergestellt. Die Behörden in den EU-Ländern nutzen es, um sicherzustellen, dass ihre Methoden zum Sprengstoffnachweis den strengen europäischen Normen entsprechen. Die Hauptkomponente des Sprays ist Isopropanol. So kann es sicher transportiert werden, wann immer es gebraucht wird. Isopropanol verdunstet schnell und hinterlässt etwas TATP an der Oberfläche. Eine sehr kleine Menge, die sicher zu handhaben ist. Das Spray ist in einem Testkit für Luftsicherheitsinspektoren. Es enthält Proben verschiedener gefährlicher Materialien. Die Inspektoren sind geschult, dieses Kit mit Geräten wie elektronischen Detektoren zu verwenden, die man oft an Flughafenkontrollpunkten sehen kann. Sie arbeiten mit einer Technologie namens IMS, der Ionenbeweglichkeitsspektrometrie. Sie macht es möglich, sehr kleine Mengen an Sprengstoffen zu erkennen. Das Spray hilft bei der Schulung des Personals. Es ermöglicht den Inspektoren zu überprüfen, ob elektronische Detektoren TATP schnell und zuverlässig identifizieren können. Es wird verwendet, um die Instrumente zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie auf einem hohen Niveau funktionieren. Es ist sehr einfach zu bedienen und sicher. Moderne Analysegeräte kontrollieren die genaue Menge und Reinheit von TATP in den produzierten Sprays, um sicherzustellen, dass diese neue Technologie zuverlässig und effizient ist. Die Methode gibt den Behörden die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um die Ausrüstung zu überprüfen oder besser mit den Hunden zu arbeiten. Natürlich arbeiten wir daran, die Sicherheit in Europa zu erhöhen, damit Menschen sicher Rockkonzerte besuchen oder fliegen können. Dank des neuen TATP-Sprays muss in der Hundeausbildung kein gefährlicher Sprengstoff mehr eingesetzt werden. So bleiben Polizeihunde und ihre Betreuer sicher. Gracias.